Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir bauen heute weiter hier bei unserem Häuschen und ich kann mir nicht helfen, ich mag dieses Lied einfach nicht. Ich muss es jetzt wirklich endlich mal aus der Playlist rausschmeißen, weil das nervt mich dezent an. So, jetzt muss ich aber mal was nachschauen gehen, denn ihr habt mir jetzt schon ein paar Mal geschrieben, dass ich hier bei dem Haus etwas falsch gemacht habe und jetzt habt ihr mir letztens geschrieben, es war oben und nicht unten. Aber hier, also irgendwo oben vorne. Aber ich finde es einfach nicht. Ihr habt ja gesagt, beim Eingang hätte ich da irgendwas falsch gemacht. Aber jetzt sind hier alles zwei Blöcke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß im Moment gerade nicht, was das für ein Fehler war. Ja gut, wir werden es vielleicht noch rausfinden. Ich habe ein bisschen was vor. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Aber ich weiß irgendwie nicht. Keine Ahnung. Da ist alles gleich. Da ist alles gleich. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wo der Fehler sein soll, den ich gemacht haben könnte. Ja gut, es hilft nicht. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen. Hilft nicht. Ja, wir haben einiges zu tun. Einiges zu machen. Ihr habt ein paar Vorschläge auch gemacht, was ich ändern könnte. Da waren auch wirklich ganz coole Vorschläge dabei. Einer der Vorschläge war, dass es vielleicht besser ausschauen könnte, wenn ich das Dach nicht mit Stufen mache. Das könnte durchaus sein, dass es besser aussieht, ja. Das müssen wir halt auch alles erstmal ausprobieren. Ich habe noch Half-Steps, ja. Aus denen können wir auch noch Half-Steps machen. Dann werden wir das jetzt mal... Wow, die Treppe müssen wir unbedingt sobald es geht machen, weil sonst werde ich hier noch sowas von verrecken. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein paar Half-Steps. So, da la. Machen wir aus denen noch ein paar Half-Steps. Und aus denen noch. Wenn nicht, müssen wir halt einfach wieder Holz holen. Das ist mir jetzt relativ gleich. Spätestens für die Treppe sind Half-Steps eh nicht schlecht, weil ich glaube, die werden wir nicht mit Stufen machen. Wieso springe ich jetzt wieder runter? Und warum hört man bei dem Lied nichts? Ja, das war's wohl mit der Playlist. Jetzt, Anna. Ich dachte mir schon. Ja, irgendwie, keine Ahnung, mit der Musik. Ich kopiere mal ein, zwei Titel dazu und dann wieder nicht mehr. Und ach, das ist das Übliche halt. Ich klopfe mich mal kurz mit denen hier rauf. So, ihr meint also, man könnte das hier nicht mit denen machen, sondern mit Stufen. Ja gut, stimmt, weil es wird ziemlich hoch sonst, ne? Dann machen wir es mit Stufen. Mit Half-Steps. Mit Stufen, das wird wirklich hoch. Das wird verdammt hoch. Aber ich werde es trotzdem mit diesem Muster machen. Mit diesem dunkelbraun und hellbraun und so weiter. Und dann ist noch was geschrieben worden mit Balken verstärken und so weiter. Ich denke, das ist auch eine ganz coole Idee. Und ich habe ganz, ganz coole Neuigkeiten. Also ich war sehr überrascht. Ich habe vor wenigen Tagen eine Message bekommen, dass mitbekommen worden ist, dass ich meinen Server abgestoßen habe und so weiter. Was ja nicht hier wirklich richtig ist. Das habe ich dann auch richtig gestellt, dass ich meinen Server ja nicht abgestoßen habe. Dass es nur mit diesem Hack zu tun hat. Und jedenfalls ist es so, dass mir ein Server angeboten wurde. Es ist ein Serverlieferant, den ich bisher noch nicht kannte. Aber ich denke, dass es durchaus eine coole Idee wäre, denen die Chance zu geben. Und wenn jemand um die Ecke kommt und meint, würde mir einen Server sponsern? Klar, wieso nicht? Vor allem das Schöne ist ja, das scheint wohl ein bisschen größerer Server zu sein. Das heißt, wir können mit dem Server dann auch durchaus mal vielleicht so die ein oder andere größere Community-Aktion machen. Weil speziell die großen Server sind ja doch ziemlich teuer. Also ich denke, das könnte sich durchaus interessant anhören. Ich warte halt jetzt auf die Login-Daten, dass ich mir das Ganze mal anschauen kann. Bisher habe ich ja absolut keine Ahnung von dem Ganzen, was das genau dann für ein Interface ist und so weiter, wie sich das alles handeln lässt, weil man muss ja auch erstmal den ganzen Server einrichten, das braucht ja auch alles seine Zeit. Und sobald ich mir das angeschaut habe, ja, schauen wir mal, wer weiß, man kann es nicht wissen, vielleicht wird es ja dann doch eine ganz interessante Sache sein. So, ich schmeiße jetzt mal den ganzen Käse hier nochmal rein. Dip, dip, drip. Ach, die Musik. So, da müssen wir jetzt noch ein bisschen normales Holz holen, weil so eins haben wir nicht mehr. Und dann möchte ich später noch was ganz, ganz, ganz was anderes machen. Aber dafür müssen wir uns erstmal nochmal umgucken. Nö. Mach jetzt hier mal auf. Zack. Jetzt wurscht. So. Na, komm hinter. So.
Nee, normales Holz. Ja, ich habe eigentlich ein paar Dinge vor. Ich möchte deswegen schauen, dass wir mit dem Gebäude relativ flott fertig werden. Weil ich habe noch was zu tun. Ich habe mir das extra hergerichtet und das Crafting-Rezept geholt, damit ich weiß, wie es funktioniert. Also von daher, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Und die Musik ist viel zu laut auf meinem Ohr. Ah ja, kaum mach ich's leiser, kommt eine leisere Musik. Macht ja Sinn. Passiert mir immer wieder. Ja, hier ist immer noch so ein bisschen stumpf. Ist auch nicht gut. Könnten den Mammutbaum ein bisschen abbauen hier. Bisschen was vom Mammutbaum wegreißen hier. Zumindest zu viel, wo wir rankommen. Das ist ja das Problem, kommst du an die Hälfte nie ran. So, wie viele Half-Steps bekommen wir denn da jetzt raus? Nicht wirklich viele, oder? Ja, aber ein bisschen was bekommen wir sicher raus. Hüpfen wir da mal rauf, da! Weg mit dem Zeug da! So. Ja, dann gab es halt auch vor kurzem, nennen wir es, eine leichte Meinungsverschiedenheit. Ich möchte es doch ganz gerne mal kurz ansprechen. Weil es mir doch auf dem Herzen liegt. Und zwar hatte ich ja vor kurzem angesprochen, dass es mich interessieren würde, woher denn das Problem kommt mit dem Flackern von dem Shader. Das kommt ja ab und zu mal vor. Und habe halt dann auch mehr oder... Hä? Ach so, das war das falsche Holz. Und habe aber natürlich den Shader jetzt blöderweise nicht in der Videobeschreibung gehabt. Weil ich halt Minecraft nicht auf meinem PC aufnehme, aber die ganzen Sachen auf meinem PC hochgeladen werden und ich bin halt auch nicht immer an dem PC meines Partners. Ich wusste schlichtweg nicht, was das für ein Shader ist. Und ich habe gemeint, ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, dass es, ob vielleicht von euch das jemand weiß, woran das liegen könnte und so weiter. Das war halt eine leger in die Runde gestellte Frage. Jetzt muss ich mich kurz mit den Stufen, mit den Half-Steps hier aufbauen. Ja, und da kam ein etwas... Ich persönlich fand ihn einen etwas unfreundlich formulierter Kommentar. 1, 2, 3, 4, genau. Wo ich aber auch generell schon bereits einmal schlucken musste bei einem Kommentar und habe halt dann einmal nicht ganz so freundlich geantwortet. Ich habe halt einfach nur gesagt, das ist halt... Ja, das ist halt einfach eine leger gestellte Frage war und man nicht erwarten könne von mir, dass ich total fehlerfrei bin und deshalb mal passiert, dass man was nicht in die Videobeschreibung schreibt. Und das hat die Person etwas säuerlich aufgefasst und hat daraufhin meinen Kanal verlassen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jemand in den Videokommentaren, in den Kommentaren mitbekommen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass sowas in meinen Kommentaren so mehr oder weniger ausartet, sag ich mal. Aber... Menschen machen Fehler und wenn ich einfach nur mal so sage, so ja, habt ihr eine Ahnung, warum denn sowas ist? Ich meine, ist es denn Voraussetzung von meiner Seite aus, dass ich dann, wenn ich im Let's Play, jetzt hier, wo ich einfach so vor mich hin labere, was ja bei einem Let's Play der Fall ist, dass ich dann wirklich die Voraussetzungen schaffe, dass diese Frage beantwortet werden kann, wisst ihr, ich schaue mir nicht jede meiner Folgen an. Ich schaue mir nicht jede Folge nochmal an und ich weiß auch, wenn ich diese Folge jetzt, wenn ich diese Folge jetzt hier hochlade, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr zu 100%, was ich in dieser Folge so alles gesagt habe. Das kennen vielleicht viele Let's Player unter euch. Ich weiß nicht, die einen schauen sich wirklich alle Folgen nochmal an, andere schauen sich es gar nicht mehr an. Und ich finde es halt ein bisschen schade, wenn dann so dermaßen mehr oder weniger von einem verlangt wird, nach dem Motto, ja, dann stell keine Frage, wenn du sie nicht beantwortet haben willst und stell keine Frage, wenn du nicht die optimalen Voraussetzungen dafür schaffst, dass man sie beantworten kann. Wisst ihr, was ich meine? Das war ein bisschen strange, das ganze Thema, und ich bin auch froh, dass sich das Ganze wieder mehr oder weniger beruhigt hat. Ich meine, es ist schade, wenn ich dadurch einen Abonnenten verloren habe, aber es tut mir leid. Ich meine, wir unterhalten uns über so viele Dinge. Was heißt, wir unterhalten uns? Ich erzähle so viele Dinge, aber ich merke mir doch nicht alles. Und ich weiß nicht, wenn ich da mal was nicht in der Videobeschreibung stehen habe, dann muss man mich dafür mit Sicherheit nicht steinigen, oder? Es spielt keine Rolle. Letzten Endes kann man nicht alles richtig machen. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht unfreundlich, aber doch etwas... barsch geantwortet, weil es mich genervt hat, dass ich mich immer rechtfertigen muss, weil ich eigentlich keine Lust habe, mich immer in meinen Kommentaren zu rechtfertigen.
Und das war für mich aber ein bisschen seltsam, weil das ist etwas, das kenne ich nicht. Die Leute sind eigentlich immer total nett und freundlich zu mir. Und ihr wart auch immer super lieb und seid auch nach wie vor immer super lieb und deswegen war das alles ein bisschen komisch. Naja. Wir haben noch Pilzsuppe. Yay! Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen schade, dass man sich wegen einer Frage, die man einfach leger im Let's Play stellt, so, ja, an den Haaren kriegen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Passiert, es hilft nicht. Es mag sich vielleicht jetzt ein bisschen hochnäsig anhören, aber was soll man machen? Es werden immer Leute kommen, denen irgendwas nicht passt. Ich kann es nicht jedem recht machen. Ich kann versuchen, mich zu verbessern. Ich kann versuchen, manche Dinge zu ändern. Aber nur weil ich nicht die Videobeschreibung optimalst ausgestattet hatte und vielleicht mal einfach leger eine Frage gestellt habe. Naja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn es irgendwas gibt, ihr wisst ja, ich bin nach wie vor ein Mensch, der für Verbesserungsvorschläge und für Wünsche und so weiter offen ist. Also ihr könnt euch jederzeit an mich wenden, aber der Ton macht die Musik, sage ich gerne mal. Und das war halt hier vielleicht nicht unbedingt optimal gewählt. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie schauen, dass wir das hier noch dicht bekommen. Da machen wir dann vielleicht zum Abschluss dann noch eine andere, das andere Holz drauf. So. Da müssen wir auch das untere Teil nicht mehr weghacken davon. So, und jetzt sollte ich irgendwie runterkommen, ohne dass ich sterbe. Das ist jetzt natürlich optimal. Weil hier geht es überall sehr tief runter. Dann sollte ich vielleicht das hier versuchen. Ups, falsch. Das hier versuchen. So, das hat funktioniert. Dann muss ich ja jetzt hier eigentlich nur hier und hier zumachen. Sehr schön! Yay! Okay, dann haben wir das auch, aber ausleuchten müssen wir hier. Ist ja gar nichts ausgeleuchtet. Ist ja voll finster jetzt. Ja, aber vielleicht macht dann das hier gar keinen Sinn mehr. Dann mache ich das hier wieder weg. Ja, weil das ist dann eher blöd so. Schade ist, dass halt da jetzt keine Fackeln mehr darunter gepasst haben. Aber das ist auch kein Problem, weil dafür ist mir jetzt gerade eine ganz andere Idee gekommen. Wuhuhu. Ach ja. Nee, 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 nee. Die muss schon bleiben. So, ich bin gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Es waren ja auch noch so Vorschläge gekommen wie mit Satellitenschüsseln und solche Scherze. Es wäre auch mit Sicherheit eine coole Idee, aber ich glaube, dass ich das nicht hinbekommen würde. Außerdem glaube ich nicht, dass das so gut ausschaut, wenn ich mir da sowas versuche, irgendwie was Satellitenschüssel-like zu bauen. So. Passt es da nicht rauf? Hallo? Hallo? Ach so. Weil unten? Ach, weil oben? Ach so. Das ist immer das Problem mit diesen blöden Stufen. Ja, dann müssen wir die Fackeln anders anbringen. Das hilft nicht, da müssen wir sie so anbringen. Dann machen wir es so. Dann ist hier oben auch ausgeleuchtet. Und dann sind wir ja eigentlich schon fast fertig mit diesem Gebäude. Fast. Außer diese Balkenverstärkung, die angesprochen wurde, die werde ich dann schon auch noch versuchen. Und die Treppe müssen wir noch machen. Ich bringe hier mal vorsichtshalber ein bisschen mehr Fackeln an, weil dann sieht man das auch ein bisschen von der Ferne. Sowas mag ich dann eigentlich immer ganz gerne. Hey, geh weg da! So. Gut, hier muss dann noch die Treppe rein. Und Fenster haben wir ja auch gesagt, bekommt das Ganze noch. Dann möchte ich gern mal diese Stufen haben. Und zwar, das mit der Verstärkung fand ich eine ganz schöne Idee. Und das kann man ja beispielsweise mit denen hier machen. Passt natürlich jetzt hier nicht hundertprozentig hin. Aber Verstärkung gibt es ja mit Half-Steps, aber auch mit den Stufen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ist alles nicht so einfach. Ich finde aber, mir gefällt das hier irgendwie so. Ich glaube, ich werde das wirklich hier noch komplett rundum ziehen. Mir gefällt das so stark. Es kann zwar sein, dass wir da ein paar Sachen nochmal ändern müssen. Und auch das mit der Verstärkung müssen wir dann wahrscheinlich auch noch irgendwie ändern. Aber gut. So, die muss hier noch rein. Ich hoffe, dass die connecten. Ich sehe das natürlich von unten jetzt nicht, aber ich denke schon, dass die connecten. Das sieht schon ganz gut aus. So. Und dann können wir ja in der nächsten Folge schon mal wieder eine neue Baustelle anpacken.
Kann ich eigentlich so auch drüber springen? Ja, kann ich. So, connecten. Und hier auch noch schön rumziehen. Ups, schön rumziehen. Was macht denn ihr hier? Das ist doof so. Oh, jetzt gehen wir meine Stufen aus, wenn es so weitergeht. Das ist ja spitze. Ja, nee, ich glaube, das passt ganz gut so. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hätte nicht so viele Half-Steps aus diesem Holz machen sollen. Na gut, komm vor. Das heißt, wir brauchen nochmal Fichten. Nee, sind es Fichten? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit den Holzsorten nicht aus. Ich wollte eigentlich heute fertig werden hier. Meine Güte. Schwabbelgras, Schwabbelgras, hallo Schwabbelgras. Und das Shader blinkt wieder. Eieiei. Gottes Willen, alles nur, weil ich nicht dazu gesagt habe, welchen Shader ich benutze, obwohl ich gerade in Minecraft bin. Ja, natürlich, ich gebe zu, ich hätte Optionen, Shader und sagen können, ich benutze den Sildur's Vibrant Shader Pre-5 Zip. Ja, super. Und ich könnte vielleicht jetzt noch hergehen und mich bücken und schauen, ob ich irgendwo am PC sehe, welche Grafikkarte verbaut ist. Oder könnte jetzt in die Optionen gehen und könnte nachschauen. Meine Güte. Könnte ich, ja, das ist mit Sicherheit förderlich, um eine Lösung zu finden, um herauszufinden, ob es an mir liegt, dass der Shader blinkt. Aber wir wollen doch nie päpstiger sein wie der Papst und deswegen so einen auf meh machen. Das fand ich schade. Fand ich einfach schade, dass man sich wegen sowas so halb in die Haare kriegen muss. Da werden wir die nächsten Folgen mal runtergehen. Ich brauche nämlich etwas. So. Aber jetzt will ich erstmal noch so ein Holz holen. Das blinkt also schön zum Beat, ne? Das passt. Sehr schön. Hier wächst natürlich nichts, ist auch klar. Jetzt sind wir entweder zu weit weg. Oder es liegt halt dran, weil ich momentan nicht auf dem Server spiele, wo natürlich auch die Welt nicht noch 15 Minuten weiterläuft. Ich bin ganz gespannt. Also wenn der Server anständig funktioniert und ich werde euch dann auch Bescheid geben, was das für einen Server ist, damit ihr euch da auch selbst ein Bild machen könnt davon. Da müssen wir dann echt mal schauen. Da bin ich schon ganz, ganz gespannt. Ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, dass ich da gefragt worden bin. Und ich finde es auch ganz cool, weil es hieß, ein Kunde hätte sie darauf hingewiesen. Kunde von ihnen. Würde mich mal interessieren, wer das war. Wer die da angeschrieben hat. Das muss ja jemand aus dem Zuschauerring sein. Finde ich cool. Ich bin gespannt. So. Wir brauchen noch viel, viel mehr Holz. Viel, viel mehr Holz. Hier brauchen wir noch Holz. So, wo brauchen wir noch Holz? Hier haben wir noch Holz. Also wir brauchen nichts, sondern wir suchen. So, ne. Ich bin durcheinander. Mensch. So, haben wir auch Holz. Haben wir noch irgendwo einen Baum, den wir zerlegen können? Hier. Ist mir jetzt auch wurscht, aber die Setzlinge liegen lassen. Brauchen wir im Momentan eh nicht. Hier haben wir eh einige neu nachgepflanzt. Hier haben wir auch noch einen Baum. Jetzt können wir dann in der Nacht rumrennen. Finde ich klasse. Dann sehen wir wieder nichts. Haben wir noch irgendwo so einen Baum zum Zerlegen? Ja, hier ist noch einer. Naja, aber dann könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir wieder einen Enderman oder so finden. So, hier haben wir auch. Okay, das Holz sollte jetzt eigentlich reichen. Das sollte reichen. Ich finde den Sumpf so schön. Das sieht so klasse aus im Shader. Ist toll. Spitze. Es wäre halt nur noch schön, wenn hier ein Slime spawnen würde. Aber auf dem bisschen Sumpf, das wage ich sehr zu bezweifeln. Ja, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.